Titel, dass ihr alle kommt. Kurze Frage vorher, gibt es die Präsentation in unserem Download? Die wird es dann hinterher gleich hochladen. Also. Genau, kurz mein Werdegang in den letzten Jahren. Ich bin bei dem Drängle, komme aus München, bin so ein bisschen in der Joomla-Entwicklung aktiv, habe auch eigene Software, bin aktuell Teilhaber und CTO vom Institute for Innovation Improvement. Das ist ein Unternehmen, was Business Improvement macht und Unternehmensverbesserung und sehr stark Qualitätsmanagement ins Lab bringt und modernisiert. Heute erwartet euch folgende Themen. Zum einen eine grundlegende Basisinformation, was ist SVG, wie funktioniert SVG, wie kann man selber SVGs erstellen, wie bindet man sie ein und auch ein paar Gefahren und ein paar Hürden, die man überwinden muss. Im zweiten Abschnitt dann tatsächlich geht es darum, was SVGs in Joomla macht, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Lass uns mal überraschen. Und das erste Thema, wer oder was ist dieses SVG? Kennt jemand SVG nicht? Das heißt, wir können aufhören und... Ja, danke. Vielen Dank. Danke, Benjamin. Um zu beantworten, das ist ein Beispiel SVG. Erkennt vielleicht sogar schon jemand, was es darstellen wird? Marco? Ja. Viereck, schwarze Linien, weiß ich was, die Boxen. Ja, eine Boxenfarbe, weiß ich was. Orange. Orange, genau. Ich hab's gesehen vorher. Ja. Ich habe sie alle auswendig. Das ist ein Beispiel SVG. Und an dem Beispiel werde ich euch zeigen, wie so ein SVG aufgebaut ist, wie man es vielleicht selber sogar per Hand so kleine SVGs bauen kann. Das Einfachste ist die Größe und die Höhe der Box. Wie man sieht, ich habe es mal per CSS markiert, wo die Box endet und wie die Box fließt. Und wie man sieht, wenn man eine Höhe und eine Breite angibt, wird die einzelne abgebildet. Das Erste, was interessant ist, was nicht, vielleicht nicht bekannt ist oder nicht Standard HTML, weil es sieht ja sehr stark nach HTML oder XML aus, ein Attribut, ist die Viewbox. Und die Viewbox kann man sich so vorstellen, das ist das Fenster in das SVG rein. Grundlegend ist es so, ein SVG, wo man draufmalt, ist eine unendliche Leinwand. Das heißt, man hat unendlich Platz, irgendwo irgendwelche Elemente hinzubauen. Und diese Viewbox ist dann dazu da, zu sagen, okay, wenn ich es darstelle, dann schaue ich genau in diesen Bereich rein von dem SVG. Und das ist dann sichtbar im Browser, je nachdem, wo man es aufruft. Und wie man sieht, ist jetzt diese Viewbox, kann man sich vorstellen, als ein Koordinatensystem. Das bedeutet, diese Größe, die wir am Anfang hatten, 500, 200, wird auf dieses Koordinatensystem gemappt. Das heißt, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, wir haben links 200 und 500. Das ist jetzt, wird gemappt auf 20 zu 50. Der Unterschied zu einem normalen Koordinatensystem ist bei SVG ist ein bisschen tricky. Es geht die Y-Achse nicht nach oben, sondern die geht nach unten.
positive Y-Achse. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man rechnet. So, was bedeuten diese Koordinaten? Das bedeutet, es entsteht ein Mapping. Unsere Box ist 200 Pixel hoch. Wir haben durch die Viewbox ein Mapping auf 20. Das bedeutet, wenn ich irgendwo ein Wert habe, einen Wert von 1 habe, dann wird es auf 10 Pixel abgebildet. Und das gleiche bei der Breite. Sprich, wenn ich einen Strich mal von einer Größe von 10, dann ist das 100 Pixel lang. Wenn wir jetzt verschiedene Elemente haben, gibt es meistens irgendwelche x- und y-Werte. Und die x- und y-Werte sind sozusagen, um so viel wird dieses Element vom Ursprung, vom 0-0-Punkt verschoben. In dem Fall haben wir x- und y-Werte von 20 und 10. Das bedeutet, wir fangen hier von 0-0 an und gehen dann 10 runter. Aber wir haben ja dieses Umrechnen, das heißt, wir sind bei 100 Pixel, gehen 100 Pixel runter und entsprechend 200 Pixel nach rechts. Und dann haben wir hier unseren Startpunkt von unserem Element, was dann angezeigt wird in dieser Viewbox. Und natürlich kann man dann vielen Elementen auch eine Höhe, eine Breite geben, wo dann auch entsprechend umgerechnet wird und dann von diesem Startpunkt aus gezeichnet. Kann man diese Angaben auch prozentual machen? Kann man machen, aber in vielen Fällen ist es fast identisch oder ist es identisch. So responsive und so. Genau. Wobei responsive so ein bisschen ein anderes Thema ist, aber generell ja. So, und nochmal zurück zu dieser Viewbox. Wir haben jetzt die 50 und die 20 besprochen. Es gibt der Fall die 0,0. Was bedeuten die? Weiß es vielleicht sogar jemand? Was die 0 bedeuten? Genau. Der obere linke Punkt. Genau. Das heißt, wo fängt diese Viewbox an? Wie vorher gesagt, diese Leinwand hinten dran ist ja unendlich. Man muss halt irgendwo sagen, wo fängt diese Viewbox an? In dem Fall bei 0,0. Ich habe jetzt ein paar Beispiele. Wenn man jetzt die Viewbox umändert, wenn man jetzt die Viewbox von minus 80 zu minus 40 macht, dann würde sie da links oben anfangen und der Bereich, man würde das sehen, was im blauen Quadrat ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese SVGs so aufrufen würde mit diesem Befehl, dann würde ich als Bildschirm das hier sehen, mein Kreis wäre rechts unten. Würde ich nun die Viewbox, das wir das Grüne haben, mit minus 10, minus 10, dann würde ich so einen abgeschnittenen Kreis sehen. Weil ja, die Viewbox das ist, was sichtbar ist. Und würde ich das Rote sogar machen, dass ich wieder bei 0,0 bin, dann würde ich nur einen kleinen Ausschnitt von diesem Kreis sehen. Hast du aber nicht verstanden? Kleine Frage. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Also ich habe es noch nicht verstanden. Okay. Aber ich bin mit Zahlen nicht so gut. Ich kann mit Farben. Okay, Es geht vom Kreismittelpunkt aus. Genau. Ja. Also es geht. Im Prinzip ist dieses Koordinatensystem unendlich nach rechts, links, oben, unten. Wenn wir nur mal das Blaue, wie kommst du da, was sagt die 100? Die 100 und die 60 sagen erstmal nur aus. 60 und 100. Ach so, und dann heißt es, ich verschiebe das Ding um minus 80 nach links und minus 40 nach oben. Und hab dann hier mit 60 und 100. Okay. Aber der gelbe Kreis ist ja ein Nullpunkt. Genau, der gelbe Kreis verändert sich gar nicht, sondern ich schiebe einfach das Fenster, wo ich vorne dran habe, um die Leinwand hin und her und ziehe da verschiedene Bereiche. Der Kreis wäre auch was, was du einfach im SVG genau definierst. Ein Kreis startet bei 0,0 im Prinzip. Oder wenn ich das 0,0 sage, soll 0,0 starten, startet bei 0,0. Aber der Vorteil in dieser Sache ist zum Beispiel, ich könnte jetzt weitere Bilder, ich könnte jetzt hier noch ein Bild reinpacken und hier noch ein Bild. Und wenn ich dann diese Viewbox wähle, würde ich diese zwei Sachen sehen. Wenn ich diese Viewbox sehe, würde ich das sehen und das sehen. So ein few Sprites, oder? Genau. Es gibt ja viele SVG-Sprites. Okay. Das ist die Idee eigentlich. Um die Viewbox zu verschieben dann. Genau, dass man eine große Datei hat mit allen Bildern drin und dann kann man einfach das einmal laden und immer die Viewbox verschieben und sagen. Oder wie im InDesign oder so, dass man sagt, wo ist der Orange hin, wo steht die Position, rechts unten, links oben. So,
wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es natürlich auch Inline-Styles. Das Interessante bei SVG bedeutet, SVG sind nicht statische Bilder, sondern SVG sind tatsächlich dynamische, ja, XML-Elemente, die man stylen kann. Bedeutet, wenn ich da ein Bild nehme, kann ich es verschieden einfärben, kann es verschiedene Farben nehmen, Größen geben, kann sozusagen das mit CSS stylen. Eingeschränkt, komme ich gleich zu, warum nur eingeschränkt. Aber es bedeutet, wenn ich jetzt dieses SVG nehmen würde, könnte ich auch ein CSS machen, könnte es dann entfernen und könnte es als CSS hinschreiben und das entsprechend stylen. Das bedeutet natürlich auch, ich kann dem Teil eine Klasse geben, kann sagen, wenn es eine Klasse A hat, hat es diese Farbe, wenn es eine Klasse B hat, hat es diese Farbe. So, die Frage ist natürlich, was gibt es denn so für Basiselemente, wo ich in der SVG zeichnen kann? Also, ihr habt ja schon gesehen, es gibt das Rechteck. Wer kennt noch ein paar? Ja. Circle und Triangle, oder? Genau, also es gibt den Kreis gibt es auf jeden Fall. Da war auch die Frage von vorhin, wo startet dieser Kreis? Das heißt, das CX, CY kann man entsprechend dann hinschieben. Und dann sagt man einfach einen Radius, und dann wäre der Radius drumherum gemalt. Dann gibt es die Ellipse, auf der rechten Seite ist der Kreis, das Rote. Entsprechend ähnlich wie der Kreis, nur dass man zwei Kreise definiert, die dann zusammen zu einer Ellipse werden. Die Punkt an, dann werden wir Stichpunkt. Polyline, das ist eine erweiterte Linie, das bedeutet, man gibt verschiedene Punkte an, die in dem SVG irgendwo liegen, und dann werden alle Punkte miteinander verbunden. Machen wir, je nachdem, wie man hier sieht, einen kleinen Blitz, was man auch haben will. Und die Erweiterung von dieser Polyline ist das Polygon. Das Polygon ist die Idee, dass man ein komplettes 2D-Objekt hat, wo dann wieder zum Anfangspunkt zurückgeht. Bedeutet, ich gebe auch wieder ganz normale Punkte an, bekomme dann irgendein Element, was aber wieder zum Anfangspunkt zurückgeht und habe dann, ja, je nachdem, was ich baue. In dem Fall war es jetzt ein Stern, stimmt sich genau mit den Punkten überein, aber ein Viereck sozusagen. Ein Pfad, habe ich gleich noch eine Folie dazu. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die Sachen Style per CSS. Man kann Sachen auch transformieren, das heißt drehen und machen, tun. Und wenn man kann dann Elemente kopieren, muss man nicht auf jedes Element einzeln diese Eigenschaften draufpacken, sondern kann dann auf die ganze Gruppe der Eigenschaft draufpacken. Man hat dann ein paar Vereinfachungen. So. Zum Pfad. Pfade sind ein bisschen komplizierter. Pfade kann man sich so vorstellen, man hat irgendwie einen Startpunkt und dann fängt man einfach mal Freihand an zu zeichnen. Und werden dann verschiedene Funktionen angeboten, also die Basisfunktionen. Zum Beispiel M. M bedeutet, ich starte beim 0-0-Punkt und bewege dann meinen Punkt an irgendeine Koordinate hin. Ohne irgendwas zu zeichnen, weil vielleicht will ich ja meinen Kreis, meinen Vieleck oder was weiß ich, irgendwo anders starten. Dann gibt es ein L. L zeigt einfach eine Linie zum nächsten Punkt, also von dem Punkt, wo ich mich gerade befinde, zum nächsten Punkt. Man kann sagen, okay, ich bin jetzt bei 15 und will dann zu 20-100 gehen und mache es einfach eine gerade Linie. H und V sind eigentlich recht ähnlich. Die machen eine horizontale und eine vertikale Linie. Das sind sozusagen sowas wie L, nur dass eine Koordinate entsprechend fest ist, und das dann das X, je nachdem, ob ich so einen Strich mache oder einen vertikalen Strich. Z ist ein Helferlein, wenn man ein sich geschlossenes Element haben will. Dann ist meistens ein bisschen doof, dass man da muss man immer sagen, okay, ich will dann, ich mache irgendwas Großes und will dann wieder am Startpunkt landen. Mit Z kann man einfach sagen, okay, wenn du jetzt fertig bist, gehst einfach zum Start zurück. Braucht man nicht selber irgendwas berechnen, denken, machen, tun, sondern lässt einfach das Element das machen. Und als letztes gibt es verschiedene Kurven, in dem Fall mal als Bézier-Kurve, als Beispiel. Dann kann man sich vorstellen, das sind so kleine Hilfsfunktionen, wo man Linien malt und dann verschiedene Neigungswinkel reinpacken kann.
dem Fall zum Beispiel diese Lampe ist komplett aus so Bézier-Kurven gebaut und dann wurden diese Weiße mit irgendwelchen Elementen mit verschiedenen Rundungen gebaut. Also wenn man es hier anschaut, sowas ist eine Bézier-Kurve. Wenn dann ein Strich gemacht wird und wird dann gezogen. Irgendwelche Fragen? So, wenn man sich schaut, was sind die Vorteile von SVG, warum soll man SVGs überhaupt nehmen? Wie ihr gesehen habt, haben wir durch diese Viewport und diese Koordinatensysteme keine Pixelwerte gezeichnet, sondern haben uns immer solche Strecken nur definiert. Das heißt, wir sagen, geh von Punkt A zu Punkt B, dann wird es auf irgendein Koordinatensystem angewandt. Das bedeutet Umkehrschluss. Ich habe keine festen Pixelwerte, wo ich irgendwie sage, mein Bild ist 200 Pixel lang, sondern ich habe freie Werte und kann es dann hochskalieren, kann es runterskalieren. Es passt sich dann immer an das Koordinatensystem an und ist eigentlich vernunftfrei. Ein bisschen kommt es auf den Browser drauf an, könnte sein, dass mal ein kleines bisschen was nicht ganz 1 zu 1 in allen Browsern gleich aussieht, aber generell ist es im Gegensatz zum Beispiel PNG oder JPEG. Wenn man kleine Bilder hoch groß zieht, gibt es keine Verpixelung. Ja. Gibt es noch Browser, die SVG nicht können? Kommt drauf an, IE8 zum Beispiel, wenn der noch supported wird, da kann es nicht. Da muss man ein Fallback einbauen, der PNG, aber alle neuen können es eigentlich durchgehen. Ist vielleicht die Datengröße auch noch ein Vorteil gegenüber Pixelbildern? Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Die Frage ist gut, also was für ein Bild es ist, wenn man solche Vektorgrafiken, die aus Strichen und so einfachen Elementen, sag ich mal, bestehen, dann hat man natürlich bei großen Bildern Vorteile, weil sich die Größe des Bildes hat keinen Einfluss auf die Dateigröße. Aber wenn man jetzt Fotografien hätte, zum einen ist es ja Wahnsinn, die erstmal abzubilden, ja. Die sind riesig, und jetzt mal riesige Dinger machen, da wird es wahrscheinlich dann kein Vorteil mehr sein. Das kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Aber bei so Icons, Logos, definitiv ein Vorteil dran, wenn man das Bild mehrfach auf der Seite zum Beispiel verwendet und verschiedene andere Formen. Das Schöne am SVG ist auch, dass es kombinierbar ist, weil es ist ja Text in Anführungsstrichen. Das heißt, man kann da die ganzen Serverkombinierungen, GZIP und alles nutzen. Das bedeutet, man spart da auch nochmal sehr stark. Und natürlich der allergrößte Vorteil, ich habe ein Bild, wo ich mir definieren kann, so per CSS, in Anführungsstrichen JavaScript, je nachdem, was man macht, frei anpassen. Ich habe ein Bild, wo gelb ist und muss nur durch eine CSS-Klasse, kann ich das auf eine orange machen, kann es blau machen, kann auch einzelne Elemente im SVG verschiedenfarbig machen, was sehr flexibel macht. Ich muss sozusagen, ich kann als Programmierer, ich bin ja Programmierer, nicht Designer, kommt vom Designer eine SVG und kann damit sehr viel machen, ohne dass ich es sein muss. Soweit Fragen? Spielt das Rendering eine Performance-Rolle? Weil ein Bild ist ein Bild und das wird immer angezeigt bei SVG. Eine Bézier-Kurve zum Beispiel hat, merkt man es wahrscheinlich, wenn man schlechten Computer hat. Also wird ja auf einen kleinen Computer gerendert. Und dann merkt man es, aber sagen wir, bei einer normalen Nutzung sollte man es eigentlich nicht merken. Problem ist, gibt da mal so den Trend bei den so diesen Font Libraries, da wie Font Dawson, dass man da jetzt zu SVG geht und dann 1000 so SVGs oder man weiß auch wie viel das sie vorhaben, 20.000, die dann quasi zu laden im auf Schwitzbereich. Das ist natürlich, wenn man es pauschal beantworten kann, weiß ich es nicht. Also man darf es nicht aus Acht lassen natürlich, aber ich würde sagen, die neuen Dinger können damit umgehen, nur mit Smartphones. Ist natürlich immer, irgendwann kollabiert es klar, wenn man genügend reinwischt, wird es irgendwann immer kollabieren. Aber ich habe auch schon mit diesen Fonts rumgespielt und alles sah
Also ich hatte da keine schlechte Erfahrung, dass da irgendwas passiert ist, dass irgendwas Performance nicht ergeben hat. Nicht irgendwie so ein Image SVG ist als Performance ist. Also, eigentlich nicht so kein. Also ich sage mal so, dadurch, dass ich diesen einen Dateipack und eine kleine Datei habe, insgesamt würde ich mal jetzt ganz dreist behaupten, hebt sich jetzt auf, wie wenn ich eine Million PNG habe, wo eins geladen werden, oder ob ich eine SVG habe, die dann halt gerendert werden muss. Oder Marco, weißt du was vielleicht? Es ist davon abhängig, die Dateigröße macht performant zum Runterladen, wie komplex dann die Rendering ist mit Polygonen oder weiß ich was, das hängt dann vom Gerät ab, aber die meisten Icons sind so klein, dass da gibt es kein Hit. So. Ich war jetzt zumindest auch durch mit der Erklärung von SVGs. Wer weiß bis jetzt nicht, wie ein SVG geht, wer könnte jetzt immer noch kein SVG, so ein kleines, erstellen. Oder hat noch jemand irgendwelche Fragen? Ja. Also zu sozusagen, wo SVGs benutzt werden können oder welche Attribute, würde ich sagen, schaut es auf die Webseite caniuse.com an. Nach der Folie. Habe ich auch nachher noch. Ja, okay. Ich sehe nicht in die Zukunft. Ja. Mach du mal noch, noch nicht. Komm, ich tue meine nichts. Gedanken. Genau. Okay. Die nächste Frage ist, wie ihr gesehen habt, so ein Rechteck bauen geht ja noch einigermaßen, Kreis geht auch noch, aber wenn es so eine Kurve wird, wenn es mehr Kurven wird, wenn es diese Lambda, die vorhin da, die Qualitätsglühbirne, per Hand erstellen, ist natürlich nicht ganz so schön, also man hat natürlich viel Freizeit. Legen, wir wollen nicht sau. Mit der geht es super, hat natürlich seinen Preis. Eine kostenlose Alternative ist Inkscape. Und mittlerweile gibt es auch einige Online-Editoren. Habe ich mal als Beispiel diesen hier genommen. Es gibt auch noch verschiedene mehr. Es gibt auch Quellcodes auf GitHub, wo man sich diese Editoren runterladen kann und was sich lokal installieren nutzen kann. Frage wäre jetzt, wie werden SVGs eingebunden? Weil man jetzt sagt, SVG vielleicht liegen auf einem PC, was mache ich jetzt damit? Die einfachste Möglichkeit ist als Bild. SVG ist ein Bild, wird von allen Browsern mittlerweile als Bild erkannt, wird das Bild gerendert. Ich gebe für Image Tag, gebe den Source Pfad an, kann da auch Größe, Breite mit angeben, per CSS, ist wie ein Bild Style und hat auch verlustfreie Skalierung in dem Fall. Ich habe eine Idee, die 20 mal einbinden, es wäre trotzdem nur eine Datei. Nachteile ist, ihr habt ja vorhin dieses CSS-Teil gesehen. Es funktioniert nicht bei Bildern, wenn es als Bild eingebunden wird. Bedeutet, das ist natürlich nur dazu da, um fertige SVGs, die man hat, einzubinden und zu nutzen. Zweite Möglichkeit wäre direkt in HTML. Das ist ja XML, wovon ein Browser gelesen werden kann, wo interpretiert werden kann. Und hier kann ich jetzt bauen und kann dann dem ganzen Klassen geben und kann es entsprechend stylen. Vorteil ist hier natürlich, ich muss keine externen Dateien laden. Ich habe keine Requests sozusagen, das wird ja sehr stark gespart. Kann man sehr einfach per CSS JavaScript manipulieren, das ist im DOM von dem Ganzen, ist es sichtbar, zugreifbar. Man kann Elemente hinzufügen, entfernen, kann damit spielen. Nachteil ist, wieder wie vorhin, so ein kleines, eine kleine Ellipse, ist klar schön. Die Glühbirne ist so, ist riesige die Glühbirne einbindet, wird schnell übersichtlich. Wenn man sie zehnmal auf der Seite braucht, weil sie irgendwelche Info-Icons sind, und man ändert sich dann plötzlich einen Buchstabe drin, dann macht es weniger Spaß. So, und was ist die Lösung? Natürlich wäre schön, wenn man beides hätte. Und die Lösung wäre
SVG-Injector. Bedeutet, das Schöne an dem Ding ist, es gleicht JavaScript. Dann nimmt dieses JavaScript eine Seite ein. Diese SVG ist ganz normal als Bild einbinden mit dem Image-Tag. Gibt dem eine Klasse. Man gibt eine vorgegebene Klasse, kann auch eine Icon nehmen. Und dann macht diese JavaScript-Klasse genau folgendes. Es nimmt die Datei, liest sie aus und wandelt sie um in so Inline-CSS, Inline-HTML-XML. Bedeutet, ich muss selber nur eine Datei liefern, die ich einbinde mehrfach, und dann ist automatisch on the fly umgewandelt in Inline-Code, den ich dann wieder per JavaScript und CSS manipulieren kann. Nachteil ist natürlich, wir brauchen extra JavaScript. Wird das in Shadow-Dom geladen und ja, man kann es über CSS manipulieren, aber um das Browser unabhängig zu machen, muss man schon gut wissen, was man macht. Einfach wird, habe ich nicht gesagt. Aber ja, natürlich hast du recht. Es ist, man muss ein bisschen mit Üben spielen. Also, dass man so on the fly ist, machen kann, man hinsetzt und sagt, 2 Minuten habe ich das Ding, wird nicht funktionieren. So, auf was muss bei der Nutzung von SVG geachtet werden? Zum einen Kompatibilität. Das Schöne ist, zu dem Can I Use, also gibt es diese Seite Can I Use, wo man verschiedene Features abfragen kann, kann ich meinen Browser nutzen. Seitdem die den IE8 nicht mehr als offizielles Ding supporten, können alle offiziellen Browser SVGs als Basic City supporten. Sprich, ja, kann auch kein IE8 mehr unterstützen. Braucht, muss, kann das ohne Probleme nutzen. Bedeutet, Inline-SVG geht ohne Probleme. Inline-Element geht auch ohne Probleme. Zusätzlich gibt es noch verschiedene andere Funktionen wie Filter, Animation und Clip-Health-Property. Clip-Health-Property ist sowas wie, ich wähle nur einen Bereich von dem SVG aus und schneide es dazu. Ich habe jetzt mal einen Link dazu gepackt, wo man es nachlesen kann. Die werden nicht von allen Browsern uneingeschränkt unterstützt. Einfach mal diesen Link anklicken, dann sieht man mal, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Obwohl Smiln sehr kräftig ist, wird das wohl in den nächsten Chrome-Versionen nicht mehr unterstützt. Also in dem Sinne würde ich nicht anraten, sich auf Smiln-Animationen einzurichten. Ich weiß nicht, da oben genau der Stand ist, aber wenn ja auf CSS-Animationen und so CSS oder JavaScript. Hingearbeitet, sage ich vorsichtig. Es geht teilweise, noch nicht, aber das sollte der Weg dann sein. Aber aktuell ist es noch teilweise unterstützt und man kann ja mal reinschauen. So, können JavaScript. Bedeutet, ich kann in SVGs tatsächlich JavaScript einbauen, was irgendwelche Funktionen ausführt. Bedeutet, ich kann hier, ich habe der Fox, der Chrome führt es direkt aus, beim IE Edge mittlerweile, also früher hat es auch direkt ausgeführt, gibt es eine kleine Meldung, je nachdem wie man die Internet-Einstellungen hat, soll wirklich ausgeführt werden oder nicht. Bedeutet aber, das Ganze ist XSS angreifbar, wenn man unkontrolliert sich SVG-Dateien einbindet in die Seite. Sprich, es empfiehlt sich nicht, irgendwelchen fremden Leuten Zugriff zu geben, irgendwelche Uploads, die SVG erlauben, wenn man nicht eine saubere Filterung hat. Vielleicht sogar kostenlose SVG. Mit Sternchen die Filterung. Aber Filterung ist sehr schwer bei SVG. Woran erkennt man, ob
JavaScript schädlich ist. Man kann natürlich sagen, alles JavaScript ist verboten, aber vielleicht will man ja irgendwas manipulieren mit JavaScript. Was ich so gelesen habe, ist, dass die Filterung recht, ich sage mal, nicht einfach handelbar ist. Gibt es mittlerweile? Nein, es ist unmöglich, alles Schädliche rauszuholen, denn man kann auch, wenn man Schlechtes im Sinne hat, ja, gibt so viele Möglichkeiten, da sich einzuhaken. Es gibt irgendwo einen Joomla-Tracker, Server, was ist die Idee, dass man die SVGs nicht als Applikation ausliefert, sondern als Text. Und dann wird es scheinbar bei manchen Browsern nicht ausgeführt. Würde ich mich jetzt mal nicht drauf verlassen. Also, ja, man kann einfach nur sagen, als Warnung, niemals nie fremde SVGs einbinden, niemals nie fremden Leuten, denen man nicht 100% vertraut, SVG-Upload erlauben, die dann direkt auf der Seite angezeigt werden. Das heißt, man muss eigentlich immer selber als Mensch das validieren, ob die SVG sauber ist oder nicht. Alles andere ist ein sehr großes Risiko. So, ich war mit dem ersten Block durch, das zweite ist jetzt SVG Joomla. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder generell zur SVG? Gehst du wahrscheinlich nicht nochmal näher? SVG in Joomla. Es gibt ja diesen guten Media Manager in Joomla, in Anführungsstrichen. Aber da gibt es auch Optionen. Und eigentlich, wenn man so denkt, okay, ich will SVGs nutzen, gehe ich doch mal hin und sage, okay, ich erlaube mal SVGs. Ich erlaube mal SVGs als mein Typ. Und lade mal SVG hoch, weil, naja, kann ich ja nutzen. Dooferweise oder glücklicherweise sagt Joomla, nee, SVG geht nicht. Es werden solche Skripte rausgefiltert von einer Filterung. Ja. Es kommt ein bisschen auf die SVG ran, nicht alle werden erkannt, sag ich mal, aber die meisten werden erkannt. Deswegen kann man eigentlich sagen, Joomla SVG ist im Hochladeprozess zumindest aktuell nicht. Die Lösung wäre hier natürlich, man nimmt einfach FTP, man kann ganz normal die FTP per FTP die Daten hochladen. Und hat dann hier als Beispiel ein paar SVGs hochgeladen. So, jetzt denkt man, okay, sehr gut, jetzt kann ich ja SVGs verwenden in Joomla, weil es gibt ja Menüs, wo man Bilder auswählen kann, es gibt den Artikel, wo man Bilder auswählen kann. Dann gehe ich hin, gehe in diesen Ordner rein, Apps und Load Image Found. Bedeutet, Joomla erkennt SVGs aktuell nicht als Bilder an, sprich, ich kann sie so nicht direkt wählen. Lösung, bin ich auch vorhin dran gesessen, habe ein bisschen gegrübelt. Ich habe mal so einen Versuch gestartet, dass die Bilder angezeigt werden. Wurden leider abgeschmettert. Sinnvollerweise, glaube ich, mittlerweile. Ich habe dann für mich selber überlegt, was könnte ich denn machen. Das Problem ist ja, dass mir reicht es eigentlich, wenn ich die Bilder irgendwie für einen Content-Ersteller, dass er sie anklicken kann und recht einfach die einbinden kann. Und meine Idee war folgende Lösung: Ich habe die ganzen SVGs als PNG abgespeichert, nochmal zusätzlich. Die PNGs werden nämlich angezeigt, die kann ich anklicken. Und wichtig ist hier unten, da gibt es einen Image-Pfad. Ich habe jetzt die SVGs und die PNG im gleichen Ordner. Und das Einzige, was ich jetzt eigentlich ändern muss, ist dieses PNG zu SVG. Ich kann das speichern und schon wird mir das SVG angezeigt. Ja. So viele Ideen, was werden. Also der Kunde hätte ja noch weniger Aufwand, wenn man zum Beispiel ein Plugin hätte, das prüft, ob PNG dasteht und es automatisch in SVG umwandelt. Geht es? Neumedia Manager wird das gehen. Neumedia Manager wird das ja ganz viel. Noch einfach als JCI-Editor installieren, dem geht's. Sowohl hochladen als auch auslegen. Für jeden dann aber nur für Admins. Jeder, der den verwendet. Okay. Also. Der CI kann ja. Ja, habe ich schon gemacht.
Du musst, natürlich auch die SVGs erlauben im Upload. Das ist der Punkt wahrscheinlich. Ja, also du musst es in der Konfiguration, musst du SVGs hinzufügen als erlaubte Dateitypen und die, den Mime-Check ausschalten. Der was? Mime-Check. Ausschalten. Okay. Ja, darauf an, was man auf der Seite macht und ob man Uploads im Frontend zulässt und so weiter. Aber wenn du nur eine Seite hast, wo User eigentlich nur im Backend uploaden dürfen und du die Dateien halt so konfigurierst, dann geht's. Okay. Ich auch vorsichtig sein. Ja. Genau. Und Ideen, was man, oder vielleicht sogar eigene Erfahrungen, wie man schon damit SVGs umgehen kann? Ich frage mich halt allgemein, nur weil es eine mögliche Sicherheitslücke ist, ob man das dann deswegen ins System bringen soll, weil der Admin ist ja im Endeffekt dafür verantwortlich und das Thema auseinandersetzen. Nur weil die Gefahr da ist. Also wir fangen nicht noch zu UX, aber das würde man ja mal. Ich zitiere mal jemanden. Marco Ding. Das war auch in dem Patch, wo ich da eingereicht habe, da gab es eine kleine Diskussion und das war sozusagen ein Erfolg. Im neuen Media Manager wird es durch die neue Struktur möglich sein. Sehr wahrscheinlich, man weiß ja nie, aber sehr wahrscheinlich, dass man SVGs nutzen kann. Wenn man entweder ein Plugin mitgeliefert oder es gibt einen schreibtensicheren Plugin. Dann wird es auch weitergehen, zum Beispiel ein SVG in der Wiedergabe, SVG Injector Wiedergabe nutzen und so Zeugs. Also alles Plugin beschreiben. Und falls sich schon mal jemand interessiert, aktuell Stand, hier ist der Link dazu. Lohnt sich definitiv mal reinzuschauen. Und absolut. Alle Fragen an Marco. Da sind jetzt 2 Tage extra hier für. Drei Tage sogar. So. SVGs. Vielleicht noch eine Anregung, ja. Also ich arbeite so, dass ich die Illustrator erstelle und dann per FTP hochlade. Und wenn man sich fragt, weil ich vorhin das kurz angesprochen habe, wenn Illustrator arbeitet, wird feststellen, dass es sehr, sehr viele Optionen gibt, SVGs zu rendern. Dazu gibt es von Kultur ein gutes Tutorial, also Kulturbanase SVG, mal eingeben bei Google, wo die Einstellungen gut erklärt sind. Das hat mir sehr geholfen. Was ein Tool, was ich anraten will, es gibt ein Web. Das kann jede Menge von Optimierungen durchführen und auch fast jedes Illustrator SVG lesbar machen. Kann man sehr stark auch so arg kombinieren, dass es eigentlich gar nicht mehr lesbar ist, sondern ja. Deswegen vielleicht nicht original, dann wegschmeißen, wenn man es optimiert hat. Nein, ich bin so über Node-Workflow ein. Okay. Noch weitere Fragen? So, vielen Dank. Die Slides gleich auf diesen Link hochladen und dann sind sie.